We will today do an experiment. It's called Bake Your Dream Man. This is a dream man or Bake Your Dream Woman. Oh, oh, oh. Yo, yeah. Oh, yeah. I will love it when you're touching me. Yeah. I go crazy when you're touching me. Oh. Riga in Lettland. In der größten Stadt des Baltikums wird das Stadtbild von schönen Frauen beherrscht. Hier sucht Walter aus Berlin nach der perfekten Partnerin und hat sich für sein nächstes Date eine etwas unkonventionelle Kennenlernmethode ausgedacht. Er will einer Lettin beim Backen näher kommen. Es gibt ja dieses Sprichwort, wenn man den richtigen Partner nicht findet, dann sagt man, dann backt ihr doch einen. Ja? Und ich habe da mal das entdeckt, dass es da so Backformen gibt. Da steht auch drauf, back dir deinen Traummann. Das eine ist so ein Muskelmann, die Backform. Und das andere ist eine sehr gut proportionierte weibliche Backform. Und da kann man eben sich seinen Traummann oder seine Traumfrau selber backen. Walter achtet dabei auf Details, denn jede Zutat steht für eine Wunscheigenschaft des Traumpartners. Jetzt kommt das Allerschönste. Jawohl, hier. Tun wir die mal auf die Seite hin. So. Sakko muss irgendwie weg hier. Wunderbar. Kochstudio Walter kann beginnen. Und jetzt kann ich die Frau holen. Okay. Toi, toi, toi. Und du hilfst mir ein Mäuschen, ja? Okay. Um mich ein bisschen vorzubereiten, habe ich natürlich vorher in Deutschland einen kleinen Backkurs gemacht und habe auch dieses Rezept, was ich mitgebracht habe, einmal durchgebacken. Aber unter Anleitung einer Backlehrerin. Ja? Kochen kann ich nicht, ich kann nur aufwärmen. Diese Dame wird gleich in den Genuss von Walters Backkünsten kommen. Die 29-jährige Maria aus Riga. Wenn jemand schon in der 20 ist und auch in dem Alter, obwohl er gut aussieht, wie die Maria, noch nicht den richtigen Partner gefunden hat, dann gilt das Gleiche für mich, dann muss man ihm den wohl backen. Oder aber Walter ist genau der Mann, auf den Maria gewartet hat. Hello. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon. Hello. Hello. My name is Walter. My name is Maria. Maria, thank you for coming. It's nice to see you. I hope you did not wait so long time here. Oh, it's okay. Walter ist von der Lettin auf jeden Fall schon jetzt angetan. Die Maria sah super aus. Sie hat ein ganz tolles Kleid angehabt, was ein bisschen ausgeschnitten war. Dann waren hier solche Streifen, die das gehalten haben. Sie hat ein wunderschönes, dezentes Make-up gehabt. Sehr herrliche Haare, Netzstrümpfe, tolle Schuhe. Es hat alles zueinander gepasst. Die Abstimmung war gut. Ja? Also die sah super aus. Und ganz liebes, nettes, freundliches Gesicht. Also ich war sofort angetan von ihr. This place has to do with kitchen and with cooking and preparing and creating. And this is the reason why I asked you to come here, because I want to create with you something together. So, without losing a lot of words, follow me and I will show you. Thank you. Come with me. Thank you. Das sah natürlich aus, wie wenn ich der Hausherr hier wäre und wie wenn ich alles voll unter meiner Kontrolle habe. Und wie ich dann gesagt habe, wir gehen in den ersten Stock, da wusste sie schon, hoppla, jetzt kommt wieder was Besonderes. We will today do an experiment. It's called Bake Your Dream Man. This is a dream man or Bake Your Dream Woman. Etwas überrascht ist Maria schon von Walters Vorbereitungen, doch es kommt noch besser. We cook with love. This is your one. Okay. Mm-hmm. Thank you. I will help you. Es war sehr schön, wie sich die Maria die Schürze hat umbinden lassen. Sie hat sich hingestellt. Würdest du mir bitte hinten die Schleife zumachen? Meine Güte, da träumt man als Mann nur davon, so etwas. Wenn die sich umdreht und dann so die Hüften siehst und am liebsten würdest du ganz woanders hinlangen als auf diese Schleife. Ja? Also es war schon toll, muss ich sagen. Jetzt noch die passenden Kopfbedeckungen aufsetzen, dann kann der Backspaß beginnen. Doch natürlich hat das Backen einen tieferen Sinn. In Walters Backstube steht jede Zutat für eine Traumeigenschaft des perfekten Partners. I would like to show what means eggs.
Okay. It means be very male or very female. Die Eier als Zutaten haben eine doppelte Symbolik. Beim Mann bedeuten sie ausgeprägte Männlichkeit und bei der Frau ausgeprägte Weiblichkeit. Butter means good taste, but it also means flexibility, but in the partnership to be soft to the partner. Geschmeidigkeit in der Beziehung bedeutet, dass man auf den Partner eingeht, dass man keine harten Worte wählt, dass man weiche Worte wählt, dass man sanfte Gesten macht. Salt means to be strong, but not too much, only a little bit. Yeah? No, to make a family or to build relationships, you need to be strong. Salz bedeutet ja Elan und Durchhaltungsvermögen und es war ihr scheinbar sehr wichtig. Vielleicht hat sie in der Vergangenheit einige Männer gehabt, die irgendwelche Versager waren oder die irgendwas abgebrochen haben nach einer gewissen Zeit. But it's a big salt. Okay. Sie hat ja da so richtig hier das Salz da schön drüber verteilt. Da habe ich gedacht, hoffentlich wird das auch dann noch ein guter Kuchen. Nach und nach kommt jedenfalls ein reichhaltiger Teig zustande. Und Walter und Maria kommen sich beim Backen näher und näher. Meint Walter zumindest. Wir haben so Hand in Hand gearbeitet. Da ist bei mir schon der Eindruck entstanden, mit der Frau könntest du ein gutes Eheteam bilden und ein Partnerschaftsteam. Und da kann man was aufbauen, da ist was da. No, it's okay. It's very good. Mich hat dann bei der Maria eines gewundert. Ich habe dann, wie wir den Teig fertig gemacht haben, habe ich da mal mit dem Finger reingetan und habe gesagt, willst du mal versuchen? Und da wollte sie nicht von meinem Finger lutschen. Aber was ganz Normales ist, also das macht ja jede Mutter, die mit dem Kind Weihnachtsplätzchen bleibt, sagt, okay, darfst du mal versuchen und lutschen. Und das wollte sie nicht. Und da habe ich gemerkt, dass sie in gewissen Dingen doch etwas zurückhaltend ist. Ja. Wahlberliner Walter lässt sich davon nicht unterkriegen. Vielleicht wird Maria gleich noch ein wenig offener. Ob ein kleines Ständchen hilft? As long as we are waiting, I will a song sing for you, a German baking song, which is used before Christmas, when we bake Christmas cakes with children. Mir ist dann dieses Lied eingefallen und wenn eine Frau Kinder will, dann will sie ja vielleicht auch jemand, der den Kindern mal was vorsingt. Und warum soll ich dann nicht dieses Lied vor mich hinträllern? Das habe ich halt dann gemacht. Nice. Backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen. Wer will gut den Kuchen backen, der muss haben 7 Sachen. Eier und Schmalz, Zucker und Salz, Milch und Mehl, Safran, macht den Kuchen gel. Schieb ihn rein, es wird ein guter Kuchen sein. So, this is. Thank you. Ich singe selbst und bin selbst kreativ und denke, dass das Lied sehr gelungen war. Einige Zutaten hat sie ja auf Deutsch erkannt. Also, es war schon auch eine intelligente Frau, muss ich sagen. Wow. Ja, ich war sehr aufgeregt, wie wir den Kuchen aus dem Ofen genommen haben, weil natürlich der obere Teil vom Teig schon ganz dunkel war. Aber die Kuchen werden ja erst noch gestürzt. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Nice. So my lady has no face, but she has nice breasts. Die männliche Kuchenform ging natürlich nur bis zur Hüfte. Und vielleicht hat die Maria da etwas vermisst. Bei der weiblichen Kuchenform hat man natürlich, auch wenn die auch nur bis zur Hüfte geschnitten war, wenigstens die Brüste gesehen. You like it? Yes. Also, I don't like cakes at all. Really? Dann sagt er von mir, ich mag überhaupt keinen Kuchen. Ich habe gedacht, mir kommt der Kaffee von der Konfirmation wieder hoch. Habe ich gedacht, was ist denn jetzt los? Maria, I'm sorry. No, it's okay. Don't be sorry, please. Just enjoy it so now. You didn't eat anything from this man? No, I did. Irgendwie ist Kuchenessen für mich, das ist Lebensfreude. Kuchen und Cappuccino, das gehört bei mir einfach dazu. Und Torte und Süßigkeiten und so. Naja, es hast immer irgendeinen Punkt, wo es nicht passt. Aber ich habe dann gedacht, gut, wenn es nur das ist, dann wird es hoffentlich andere süße Momente in unserem Leben geben, mit denen man das wieder ausgleichen kann.
at least if you don't eat him. Give him a kiss at least. No, thank you. I think he deserves it. I believe he deserves this kiss, but I don't like to kiss him. No? No. Maybe you give a kiss here? No? A small one? The small one. Teeny one. Thank you. Thank you, Maria. Very friendly. Eine deutsche Frau hätte vielleicht das sofort richtig abgekanzelt. Sagt sie weiter, was soll das ganze Theater? Ich mag überhaupt keinen Kuchen. Lass uns einen Wein trinken, eine Pizza essen und vergess diesen ganzen Zirkus hier, den du hier machst. Aber die Maria hat es nicht gemacht. Und das zeigt mir, dass sie bindungsfähig ist und partnerschaftsfähig und auch eine Partnerschaft so führen kann, wie ich mir das verstehe. Thank you. You are such a beautiful lady, so charming. And we had, there was not one moment where we had silence. We had a lot of exchange and you gave me a lot, Maria, really. And from my side, I would like to see you again in the next days, if it would be possible. But I promise you, honestly, a normal meeting in a restaurant where I can taste what kind of food you like and where we talk under four eyes. Could we do this? Why not? Okay. But why not is not enough for me. It's it's sounding like I have no other option, but maybe I give you the chance to reflect about this. And then you can call the agency and give them an information. Yeah. I wish you a good way home. Yeah, thank you. Thank you too. Good luck and maybe we could see each other again. Sie hat nicht die Tür nicht voll zugemacht. Sie hat nur gesagt, dass sie sich das alles überlegen muss. Und das verstehe ich ja auch. Beim ersten Date kommen ja so viele Eindrücke auf dich zu, die musst du erst mal verarbeiten. Und ich nehme sehr viel mit aus diesem Date und es ist eine wunderschöne Erinnerung. Ich speichere das hier oben ab und in meinem Herzen. Und da hat die Maria einen sehr schönen Platz bekommen und das ist für mich wichtig.